Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von der Fernbus-Simulator bzw. Flixbus-Simulator auf der Xbox Series X. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Wir sind in der letzten Folge genau hier stehen geblieben in Lille. Und der nächste Fahrt, ihr sagt, die nächste Stadt, die wir anfahren, ist dann Gent. Ist jetzt nicht so weit weg, wenn ich das so sehe. Danach kommt Rotterdam, Amsterdam, Arnheim oder Arnhem, Mönchengladbach und Düsseldorf. Ne, wie gesagt, es wird eine lange Fahrt, also geht es auf nach Gent, würde ich sagen. Wie gesagt, in den strömenden Regen, ne? Und Abfahrt. Ne? Wie gesagt, da ich ja die einfachste Fahrt benutze, wie gesagt, die einfachste Steuerung, geht hier alles von automatisch. Sollte der Regen aufhören, ne? Ist auch der Scheibenwischer, hört auch auf. Ne? Oder halt die, wie gesagt, die Fahrgäste müssen auf jeden Fall noch selbst kontrollieren. Na, aber die Türen gehen alle selbst zu. Da muss ich nichts einstellen oder gesagt, muss ich nichts machen. Na, muss ich nichts bedienen. Und ja, wie gesagt, viel Spaß bei dieser Folge. So wie auch in der letzten Folge. Sollte irgendwas passieren, Unfall oder so, dann würde ich das natürlich kommentieren. Na, weil in der letzten Folge waren auf jeden Fall ein paar Unfälle gewesen. Sagen wir es mal so. Was soll ich dazu sagen? Woran hat es gelegen? Ich weiß es selber nicht. Na. Und somit wisst ihr halt auch Bescheid. Und dann würde ich sagen, viel Spaß bei dieser Folge, bei dieser Let's Play-Folge, Gameplay-Video, je nachdem, wie ihr es auch nennen möchtet. Und ihr wisst Bescheid, wie es abläuft. Wie gesagt, ich klinke mich dann aus, sobald irgendetwas ist. Melde ich mich natürlich und viel Spaß, wie gesagt, beim Zuschauen. Ne? Das war klar. Sobald wir rüberfahren möchten, ist natürlich wieder rot, ne? Geil. Ich werde ein bisschen weiter vorfahren, so kann ich sehen, ob die Ampel grün oder rot wird oder ob die immer noch rot bleibt. Geil. Geil, geil, geil.
Meine Güte, hat er mich nicht gesehen? Lecco mio, du. Ey, das gibt's doch nicht. Ich war voll. Man hat's gesehen. Ich glaube, auf 100 war ich, ne? Ey, das gibt's doch nicht. Weißt du, und dann heißt es, ich hätte wieder einen Unfall gebaut, ne? Oh Mann, ey, diese Autofahrer hier, ne? Das ist der letzte Rotz, ne? Also, diese Autofahrer hier in diesem Spiel. So was Schlimmes habe ich noch nie gesehen. Ne? In einem Simulationsspiel. Sogar der Bussimulator hat sogar da bessere Autofahrer, ne? Also. Ist das geil, ne? Naja, aber ich, ja, soll man nicht drum meckern, ne? Gut, jetzt fahren wir hier durch eine Maut. Durch eine Mautschwere. Können wir die eigentlich umfahren? Wie ich sehe, mal da ist ein Parkplatz, ne? Ich könnte jemand eigentlich, ne, so fahrt. Also, ich meine, da ist, ne? Also, wie man sehen kann, ne? Da ist ein Parkplatz. Könnte man, ja, ne? Also, könnte man eigentlich umgehen, sag ich mal so, ne? Guck mal, da ist neben mir ein Auto geploppt, hingeploppt. Ja, ich muss dazu nichts mehr sagen, ne? Ja, da muss ich doch einfach mal hupen. Weißt du, hast du es gesehen, was passiert ist? Also, schlimmer, also, man hat es gesehen, ne? Der reiht sich einfach vor mir ein, ne? Ja, gut. Man könnte auch den Verkehr ausschalten. Ich lasse ihn einfach an, ne? Ich lasse ihn einfach an. Wait, habe ich mich verfahren? Ich kann mich doch nicht. Habe ich? Ich habe mich verfahren, oder? Ach, das kann nicht sein. Hä? Aber ich bin doch hier lang gefahren. Oder liegt es da? Woran? Warum? Ich verstehe es nicht. Ich habe mich doch nicht verfahren, ne? Okay. Vielleicht hat Gen nur eine Einfahrt? Wie gesagt, Auffahrt. Ich habe keine. Es kann aber nicht sein, dass Gent wirklich nur eine Auffahrt hat. Ey, das wäre es ja. Ich habe gar nicht nachgeschaut, ne? Ey, das wäre es ja, ne? Das wäre es ja. Tja. Okay, wir werden sehen, wir werden sehen. Wie gesagt, ich bin eigentlich wie unten rechts wird das Navi angezeigt. Oder ist ja das Navi wird angezeigt? Ja. Naja. Gut, was soll ich dazu sagen, ne? Jetzt kann ich wieder. Das gibt's doch nicht. Jetzt kann ich da. Weißt du, fährst schnell. Ja. Ich weiß, was ich jetzt machen werde. So. Ist mir scheißegal. Ja, jetzt reiche ich mich aber rein. Ja. System gedribbelt. So schaut's aus. Ja, meckern auf hohem Niveau, Sebastian, ne? Ja, ich weiß, eigentlich soll ich hier nicht schnell fahren. Ja, aber hier steht, 90 ist erlaubt. Ja, eigentlich sollte ich nicht mehr meckern, ne? Sag ich mal so. Gut, ich glaube, wir müssen abbiegen. Oder ich bin mir nicht sicher, warte. Bevor ich falsch fahre.
Schaue ich mir das nochmal an. Ich bin wieder falsch. Das kann nicht sein. Warum bin ich wieder falsch gefahren? Hä? Guck mal, wir sind von hier. Sind wir runtergefahren? Ich muss. Ich bin. Ich glaube, ich bin. Ja, ich bin, glaube ich, falsch gefahren, oder? Ja, ich bin sowieso voll. Ja, komm. Hör auf, hör auf, hör auf. Ist alles gut. Ist alles gut, ja. Okay, wir müssen geradeaus fahren. Wir müssen nicht runterfahren, wir müssen. Doch, wir müssen runterfahren. Geradeaus geht's nicht lang, ne? Ja, tut mir leid. Das wird doch eine längere Folge als gedacht. Ja. Aber ich bin dem Navi gefolgt, ne? Also, ja, ne? Bin ich jetzt schuld oder ist das Navi schuld? Ja. Woran hat es gelegen, ne? Ich weiß es auch nicht, ne? Naja, gut, ist egal. Auf jeden Fall sind wir jetzt auf der richtigen Spur, ne? Willst du mich verarschen? Das war doch kein leichter Unfall. Ich habe doch extra im Spiegel geschaut. Am linken Seitenspiegel. Ich habe da extra geschaut, da, der war noch viel weit weg. Ach, komm hör auf. Ach, komm hör auf. Da ist unser Kollege. Ich weiß nicht, wo der hinfährt. Ich habe keine Ahnung. Ja. Vielleicht, wenn wir sehen, was er für eine Flagge drauf hat. Bestimmt eine französische Flagge, ne? Französische Flagge? Nee, keine. Okay. Hätte sein können, ne?
So, uff, was ist hier passiert? Ja, okay. Ich würde sagen, wir sehen uns in Gent wieder, ne? Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Da habe ich gerade nicht aufgepasst. Da habe ich nicht aufgepasst, ne? War noch grün, ne? Also gesagt, orange, ne? Da war kein Rot. Wir durften noch fahren, ne? Was hat der denn da vorne gemacht? War das weiße Transporter gewesen? Krass, okay. Ja, das ist, ja. Ach so. Ah, okay, das ist eine Busspur. Deswegen. Das, okay, krass. Damit habe ich nicht gerechnet. Dass es für den Bus eine eigene Busspur gibt, ne? Also, ich meine, jetzt im Spiel hätte sich jetzt nicht erwartet. Ja, deswegen ist er da abgebogen. Okay, krass, aber diese Busspur ist doch nicht extra nur wegen Flixbus gemacht worden, oder? Oder wegen dem Fernbus, oder wegen dem Fernbus, ne? Das wäre es ja, ne? Das wäre es ja, ne? Gut, dann würde ich sagen, wir sind in Gent angekommen. Nach einer schönen, naja, kann man das sagen, nach einer schönen Reise? Ich weiß nicht. Ist auch keine Horrorreise geworden. Ich sage euch mal so, ein Abenteuerreise, ne? Fast. Ja. Gut. Voilà. Und da sind wir. Gent freigeschaltet. Nice. Warte. Wartet. Liebe Fahrgäste. So. Jetzt können Sie einsteigen. Und auch aussteigen, ne? So. Nice, nice, nice. M1. Na? Französisch. Okay, Frankreich. Na? Kann auch sein, dass das Taxi aus Frankreich gekommen ist. Ich weiß nicht. Kann sein, wie gesagt, kann sein, kann auch nicht sein. Ich würde sagen, schauen wir uns mal die Gäste an, die Fahrgäste, wohin die möchten. Einmal nach Mönchengladbach. Da fahren wir hin. Wo möchten sie hin? Einmal nach Rotterdam. Da fahren wir auch hin. Das ist natürlich Damian. Ja, dann haben wir Marco. Nice, haben wir auch. Dann als nächstes haben wir die Annika. Die fährt auch mit. Dann haben wir hier Nea. Dann haben wir einen vergessen, ein Fahrgast. Clarissa. Und hier möchte jemand ein Ticket kaufen. Amsterdam. Da fahren wir auf jeden Fall hin, ne? Da fahren wir hin. Nach Amsterdam. Das müsste eigentlich der nächste Stopp sein. Ne? Aber das will ich ja erstmal sagen. Vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wie gesagt, dann ist die nächste Fahrt von Gent nach Amsterdam. Ist die nächste Folge. Ich melde mich ab.
Vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr eingeschaltet habt. Und wie gesagt, trinkt ihr immer eine Fassbrause. Natürlich nicht, wie gesagt, Alkohol und so. Ich glaube, ihr wisst, was ich damit sagen möchte. Ist nicht gut, ne? Dann haben wir hier noch eine Spreebräu Pilsner. Vielleicht sollte dies eine andere Marke sein. Aber ich weiß, also die kommen irgendwie bekannt vor. Also dieses Zeichen, es ist nicht Krombacher. Ich weiß nicht, was es ist. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, was es für eine Marke ist. Würde mich sehr interessieren. Wie gesagt, ich komme jetzt nicht drauf. Franziskaner kann es auch nicht sein. Ja, ich kenne mir so viele, warum ich so viele Biersorten kenne. Ich hatte ein Praktikum. Ich sag, meine Ausbildung hatte ich auch im Getränkemarkt gemacht. Ja. Deswegen kenne ich so einige Biersorten. Ja. Aber naja, dies sollte jetzt nicht. Ja. Dafür da sein für diese Folge. Aber wie gesagt, ich bin erstmal raus. Vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr eingeschaltet habt. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Hier beim Kanal. Euer Basti ist raus. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.